Verehrte Abgeordnete, ich stelle zur Abstimmung den Antrag der Fraktionen, den Artikel 1 der Verfassung zu ändern, mit dem Wortlaut im zweiten Halbsatz zu streichen, unter Führung der Arbeiterklasse und ihrer marxistisch-leninistischen Partei. Wer für diese Veränderung der Verfassung ist, den bitte ich um das Handzeichen. Dankeschön. Gibt es Gegenstimmen? Das ist nicht der Fall. Ohne Gegenstimmen also, aber mit 5 Enthaltungen wurde heute die Verfassung der DDR geändert. Die SED hat damit ihren alleinigen Führungsanspruch verloren. Der Berliner Senat begrüßte die Streichung dieser Passage als ersten Schritt zu freien Wahlen im nächsten Jahr. Guten Abend, meine Damen und Herren. Der regierende Bürgermeister war heute in Bonn beim Bundeskanzler und dieses Gespräch war wohl schon überfällig und dringend notwendig. Einmal, um die politischen Differenzen zwischen der Bundesregierung und dem rot-grünen Senat beizulegen, um möglichst eine politische Übereinstimmung zu erreichen. Walter Mompers Wunschzettel war lang. Seit der Öffnung der Mauer, so wunderbar dies auch ist, hat Berlin etliche Probleme mehr. Gerd Kolbe in Bonn fragte den regierenden Bürgermeister nach den Ergebnissen des Gesprächs. Die wichtigsten Punkte, die wir auch schon haben erreichen können, wo Übereinstimmung zwischen dem Kanzler und dem Bundeskabinett und uns bestand, ist, dass wir den Regionalausschuss, also einen empfehlenden und planenden Ausschuss für Berlin bekommen, dass auch die Bundesregierung dieses so sieht als Ausfüllung der Vertragsgemeinschaft auf der Berliner Ebene. Also ein Ausschuss, in dem die Regierung der DDR und die Bundesregierung vertreten ist und der Senat von Berlin und der Magistrat und wo gemeinsam geplant werden kann mit empfehlenden Charakter. Was heißt das jetzt in der Praxis, was heute herausgekommen ist, dass erst einmal alle in Berlin und in Bonn nach Hause gehen, sozusagen ihre Schulaufgaben machen und dann im Januar erneut zusammenkommen, um weiter zu beraten? Ja, über den Regionalausschuss haben wir auch ein konkretes Ergebnis beim Wahlrecht der Berlinerinnen und Berliner für den Bundestag erreichen können. Der Bundeskanzler sieht das genauso wie wir, dass diese alte Forderung der demokratischen Parteien aus Berlin nun endlich realisiert werden muss, synchron zu den Wahlen, zu den freien Wahlen, die für die Volkskammer ausgeschrieben werden. Das heißt, wir haben die begründete Aussicht zur Bundestagswahl als Berlinerinnen und Berliner mitwählen zu können. Darüber hinaus sind wir hinsichtlich der Veränderung des Begrüßungsgeldes auf einem guten Weg und auch, dass der Mindestumtausch für die Berlinerinnen und Berliner endlich fallen kann, wenn sie in die DDR oder nach Ost-Berlin fahren. Und zu den finanziellen Fragen hat der Bund und die Bundesregierung uns Hilfe zugesagt, hat anerkannt dem Grundsatz und der Sache nach, dass die Mehrleistungen, die das Verkehrsnetz in Berlin erbringt, also die BVG, dass die Mehrleistungen, die wir für die Übernahme, für die hohe Zahl an Aus- und Übersiedlern in der Stadt haben, dass auch dafür Hilfe geleistet wird und vor allen Dingen für die Bauvorhaben im Verkehrsnetz und auch für kulturelle Angebote an die Besucher aus der DDR. Und da müssen die im Grundsatz heißt, die Einzelberatungen kommen jetzt erst. So ist es. Die Ressorts sind aufgefordert worden, wechselseitig mit den Berliner Ressorts diese Dinge zu besprechen, einzeln abzuarbeiten, natürlich zu prüfen, was die Finanzen anbelangt. Das ist ganz klar, dass der Bundesfinanzminister sich das vorbehalten hat. Und das kann ja auch nicht anders sein, dass es im Einzelnen durchgesprochen wird. Und der Dauerstreit mit Helmut Kohl ist fürs Nächste ausgeräumt? Also das haben wir gleich beerdigt und haben wir auch, da ist Schwamm drüber. Und nun die Abendschau-Nachrichten mit Uli Herzog. Die oppositionelle Bewegung Neues Forum des DDR-Bezirks Karl-Marx-Stadt hat für kommenden Mittwoch zu einem Generalstreik aufgerufen. Wie es heißt, soll damit unter anderem die Trennung von Partei und Staat, die Herauslösung aller Parteien aus den Betrieben sowie die Offenlegung der Parteifinanzen erreicht werden. Nach Angaben des Neuen Forums wird der Aufruf zum Generalstreik auch von anderen Oppositionsgruppen des Bezirks unterstützt. Völlig überraschender Beschluss des SED-Politbüros heute Nachmittag. Das Zentralkomitee der Partei wird zu einer außerordentlichen Sitzung für Sonntag nach Ost-Berlin einberufen. Die vorgesehene Tagesordnung, Erörterung der Lage in der Partei, ein Bericht des Vorsitzenden der Zentralen Parteikontrollkommission und Beschlüsse über die Konsequenzen aus diesem Bericht.
West-Berlin braucht dringend mehr Busse. Verkehrssenator Wagner hat die Oberbürgermeister von 57 Großstädten im Bundesgebiet um Unterstützung gebeten. Man rechne hier für die Adventszeit mit einem Besucherstrom aus der DDR, der an die Millionengrenze pro Tag reichen könne, heißt es in einem Brief des Verkehrssenators. Wieder Staus auf den Transitautobahnen. Zu Beginn des ersten Adventswochenendes stieg heute die Zahl der Besucher aus der DDR wieder an. Am Grenzübergang Rudolfstein bei Hof mussten Reisende erneut Wartezeiten von bis zu 3 Stunden in Kauf nehmen. An den Übergängen Warta-Herleshausen und Helmstedt staute sich der Verkehr auf einer Länge von rund 10 Kilometern. Auf der Strecke von Berlin nach Hamburg lief der Verkehr normal. Von den Staus waren auch Transitreisende betroffen. Lediglich zwischen Hermsdorfer Kreuz und Hof wurden sie zeitweilig an den wartenden DDR-Autos vorbeigeleitet. Auch morgen muss wieder mit einem verstärkten Besucherandrang gerechnet werden. In Berlin gilt nach wie vor die Smog-Vorwarnstufe. Nach Auskunft der Umweltverwaltung wird sich daran auch in den nächsten Stunden nichts ändern. Letzter Informationsstand: stabile Wetterlage, leicht steigende Schadstoffwerte. Mit der Smog-Alarmstufe 1 ist zurzeit aber nicht zu rechnen. Appell der Umweltverwaltung: lassen Sie Ihr Auto stehen, damit die Luft wieder besser wird. Die Grenzen sind offen. Aber die Wirtschaftsprobleme auch. Begrüßungsgeld und Kursspekulationen, das sind nur kurzfristige Begleiterscheinungen des Jubels um das Wiedersehen. Die wahren Probleme um Wirtschaft und Währung kommen erst noch. Wie kann es weitergehen? Wer weiß und wer weist den Weg? Dazu kontroverse Konzepte heute Abend um 20.15 Uhr im Stadtgespräch, drittes Programm. Es hat lange gedauert, 13 Jahre nämlich, bis Liedermacher Wolf Biermann erstmals wieder ein Konzert in seiner Heimat geben kann. 1976 wurde er während einer Tournee durch die Bundesrepublik von der DDR ausgebürgert. Viele Künstler, darunter Schriftsteller, erklärten sich mit ihm solidarisch. Biermann wurde zur Symbolfigur. Dass er nun wieder zurückkommen durfte, verdankt er einmal, wie er sagt, dem Volk und der Einladung seiner Künstlerfreunde in der DDR. Heute Mittag, 20 vor 1, Übergang Invalidenstraße. Der Schlagbaum öffnet sich für Wolf Biermann, ganz in der Nähe der Chausseestraße, wo er bis 76 wohnte. In der DDR zum ersten Mal, mehr gut, 13 Jahren. Mehr gut als schlecht. Warum das? Weil ich mich freue und weil ich sehr aufgeregt bin. Was haben denn die Grenzsoldaten zu Ihnen gesagt? Grüß euch. Unnormale Normalität bei der Abfertigung. Du warst ja vorhin der Erste. Ihre Chausseestraße ist nicht weit von hier. Wollt ich weiß doch, Mensch. Ich weiß es doch. Ich könnte im Grunde aussteigen und zu Fuß nach Hause gehen. Warum tun Sie es nicht? Ach, weil wir doch jetzt nach Leipzig müssen. Ich will doch heute Abend öffentlich üben dort. Was werden Sie gleich dem neuen Kulturminister dieses Landes sagen? Das geht Sie gar nicht an. Verraten Sie doch mal ein bisschen wenigstens. Na, also ich bin ja nicht gekommen, um ihm die Knie zu tätscheln. Das ist doch klar. Ich bin aber auch nicht der Rächer der Enterbten. Ich werde sprechen hauptsächlich nicht über mich, sondern über eine Liste von 77 Künstlern und Autoren, die die DDR aus politischen Gründen verlassen mussten, so wie sein Freund, der Schriftsteller Jürgen Fuchs oder der Bürgerrechtler Roland Jahn, die beide heute mit Biermann rüberfuhren. 25 Jahre durfte kein Lied von Wolf Biermann in der DDR gespielt werden, er selbst nicht auftreten. Heute übergab er zusammen mit Jürgen Fuchs die Liste der 77 dem DDR-Kulturminister Keller, dessen Gast er war. Die Ausbürgerung war ein Fehler. Wir als diejenigen, die jetzt Verantwortung tragen, bekennen uns dazu, dass das in diesem Land nicht wieder passieren wird. Die Lieder von Herrn Biermann sind Kunst und wir haben uns entschieden, und so soll es auch weiterhin sein und bleiben, dass das Volk und einzig und allein das Volk über die Kunst entscheidet. Biermann hat sich in seinen neuesten Liedern sehr böse über Egon Krenz geäußert. Muss er diese Haltung jetzt ändern? Es gibt doch überhaupt keine Tatsachen, die mich dazu zwingen. Da ich nicht als derjenige auftrete, der endgültige Weisheiten und politische Wahrheiten zu verkünden hat, sondern wesentlich bescheidener seine eigene Meinung, die natürlich immer falsch sein kann. Denn ich bin ja nicht das Ministerium für ewige Wahrheiten. Das war ja hier. Und wird dort hoffentlich nie wieder sein. Dieser Händedruck und das erste Konzert heute Abend in Leipzig beweisen,
das auch die offizielle DDR Wolf Biermann inzwischen akzeptiert hat. Die ARD übernimmt heute zu später Stunde das Biermann-Konzert aus den Messehallen in Leipzig, so gegen 23.50 Uhr. Die historische Innenstadt Potsdams mit ihren ca. 300 Jahre alten Häusern, die bis heute kaum verändert wurden, ist in Gefahr. Die Gebäude bröckeln gewaltig. Ursprünglich sollten sie schon abgerissen werden, doch das wurde aufgrund einer Bürgerinitiative zum Glück gestoppt. Wenn man nun die alte Substanz noch retten will, dann muss schnell etwas geschehen. Heute kamen auf Einladung der CDU-Fraktion Architekten und Mitglieder einer Potsdamer Bürgerinitiative nach West-Berlin, um ihre Sorgen und Nöte zu schildern. Zwischen 1732 und 42 sind die rund 150 Häuser des holländischen Viertels in Potsdam entstanden als Teil einer Stadterweiterung, die seinerzeit 600 Häuser umfasste. Heute droht den historischen Bauten der völlige Verfall, wenn nicht westliche Hilfe geleistet wird. Die DDR verfüge nach Meinung von Fachleuten weder über genügend Geld noch ausreichend Material oder Arbeitskräfte, um die Baudenkmäler zu erhalten. Nach Schätzung von Potsdamer Experten müsste mindestens 1 Milliarde Mark für Baureparaturen in der Stadt aufgewendet werden. Zurzeit beträgt der Jahresetat Potsdams lediglich 115 Millionen für das gesamte Bauaufkommen, davon höchstens ein Viertel für Instandsetzungen. Die Instandsetzung dieser Stadt ist natürlich durch die Stadt selbst nicht mehr zu schaffen. Der Zustand der Gebäude und die vorhandenen Kapazitäten reichen da nicht aus. Und da müssen verschiedene Wege gegangen werden. Ich denke an die Partnerschaft der beiden Städte, Bonn und Potsdam. Und wenn die Bundesregierung sich als Teil des europäischen Hauses fühlt, hier einspringt und über diesen Weg Möglichkeiten findet, finanziell und vor allen Dingen materiell einzusteigen und Potsdam als eine europäische Aufgabe zu begreifen, dann könnte ich mir vorstellen, springt für alle Beteiligten etwas dabei heraus. Das gilt auch für Teile von Sanssouci, zum Beispiel für die berühmten Sandsteinskulpturen, deren Zustand sich durch die Luftbelastung ständig verschlechtert. Bereits seit 10 Jahren sucht man nach einer geeigneten Unterstellmöglichkeit, bisher ohne Erfolg. Von dringend notwendiger Restaurierung ist noch keine Rede. Auf der Dringlichkeitsliste stehen außerdem das Belvedere auf dem Pfingstberg, gebaut zwischen 1847 und 63, seit 10 Jahren Ruine, und das Belvedere auf dem Klausberg, entstanden 1772, zerstört seit Kriegsende. Ebenso das Wasserwerk am Teltowkanal. Westliche Initiative, auch private, ist erwünscht. Also wir könnten uns vorstellen, dass ein Fonds gebildet wird, in denen verschiedene Spender etwas einzahlen. Und aus diesem Fonds könnten einmal Mittel für die Restaurierung und Erhaltung freigesetzt werden, dass wir also Dinge kaufen, die wir für die Restaurierung in Sanssouci benötigen. Zum anderen könnte dieser Fonds auch der Grundstock sein für den Wiederaufbau kriegszerstörter Gebäude. Da haben wir ja noch einige. Oder die Sanierung von Gebäuden, die in den letzten Jahrzehnten in einen nicht sehr guten Zustand geraten sind. Das ist auch die Vorstellung des CDU-Abgeordneten Lehmann Brauns, heute Gastgeber für die Experten aus Potsdam. Er forderte von der DDR gesetzliche Möglichkeiten, um das Engagement von Stiftungen und Personen aus dem Westen zuzulassen. Sorge macht Potsdamer Bürgern das geringe Problembewusstsein der Behörden. Entscheidungen ohne Bürgerbeteiligung müssten verhindert werden. Wir möchten gerne auch bei weiteren Planungen, vor allen Dingen bei Investitionsvorhaben oder Ausbauvorhaben, die mit der Bundesrepublik zu tun haben, beteiligt werden und vor allen Dingen informiert sein. 34 Jahre lang war die Wahrheit das monotone Sprachrohr der Sozialistischen Einheitspartei West-Berlins. Aber seit sich die politische Szene in Osteuropa verändert hat, ist das Weltbild der Partei ins Rutschen geraten. Und so ist am Mittwoch die Wahrheit zum letzten Mal erschienen. Einen Tag hat man dann pausiert und heute kam die neue Zeitung heraus. Christian Walter war beim Andruck dabei. Nacht in Moabit. Die Wahrheit bringt, was andere verschweigen. Doch das war immer nur die halbe Wahrheit und deshalb hat man sie eingestellt. Hier wurde sie produziert und hier entsteht, schon seit einem Jahr geplant, die Nachfolgezeitung, die neue Zeitung, NZ. Gegen Mitternacht beginnt der Druck, 20.000 Exemplare, das ist nicht viel, aber die Wahrheit hat zuletzt nach eigenen Angaben nur 6.500 verkauft. Und die SEW, der harte Kern der Leserschaft, ist in den letzten Monaten weiter geschrumpft. Vielleicht sind noch 4.000 übrig, schätzt man hier. Selbst von den 34 Redakteuren ist inzwischen einer ausgetreten. Über die Probleme der alten Wahrheit mit der Wahrheit der neue Chefredakteur, der seit Jahrzehnten im Dienst der SEW steht. Ich hatte oft Probleme mit dieser Wahrheit. Einfach von der Sicht her, dass es ja eine Parteizeitung war. Dass die Sicht sehr eng war. Der gesellschaftliche Ausschnitt, der gewählt wurde, war eng.
Und sie hatte viele Probleme mit der Berichterstattung aus sozialistischen Ländern aufgrund der bekannten Zustände, die sich jetzt geändert haben. Diese Zustände bestimmen auch die erste Ausgabe. Schießbefehl in Dresden, fragt die NZ. Und daneben werden von Havemann bis Nina Hagen die Rehabilitierten gezeigt. Ein neues Blatt, gewiss, aber gemacht mit vielen alten Wahrheitleuten. Es macht Probleme, im Kopf umzusteigen, das merke ich bei den Kolleginnen und Kollegen. Die Entwicklung im Ostblock, aber auch Gewerkschafts- und Betriebsberichte sollen eine Stärke der NZ werden. Sie ist zwar Zeitung für die gewandelte SEW, aber doch selbstbewusster als früher. Früher waren Journalisten dazu da, also die Politik der Partei zu verpacken. Das wird jetzt nicht mehr geschehen. Dennoch ist die Situation paradox. Ausgerechnet jetzt, wo es lohnen könnte, diese Zeitung zu lesen, ist ihre wirtschaftliche Zukunft auf hauchdünnes Eis gebaut. Es hapert mit der Solidarität von drüben. Oder auf Deutsch gesagt, wenn die DDR ihre Zahlungen über direkte oder indirekte Formen einstellt, dann wird es schlecht aussehen für die neue Zeitung. Das halte ich für möglich. Und hier weitere Meldungen. Der Europäische Kulturkanal gehört nach Berlin. Das hat die SFB-Rundfunkratsvorsitzende Wichatzek gefordert. Frau Wichatzek wandte sich dagegen, dass der Kulturkanal seinen Sitz in Baden-Baden haben soll. Dies sei angesichts der aktuellen Ereignisse in beiden Teilen Deutschlands nicht nachvollziehbar. Anlass für ihre Forderung? Der Beschluss der ARD-Intendanten, den ursprünglich geplanten deutsch-französischen zu einem europäischen Kulturkanal zu erweitern. Den Vorschlag, den deutsch-französischen Kulturkanal auch nach Osteuropa zu öffnen und Berlin zum Sitz der Gesellschaft zu machen, hat der SFB-Intendant Wolnojewski in der vergangenen Woche dem SFB-Rundfunkrat unterbreitet. Kondome kostenlos auf dem Kurfürstendamm, aus Anlass des Welt-AIDS-Tages der Weltgesundheitsorganisation. Eine Aktion der Berliner AIDS-Hilfe, weit über 5000 Menschen in der Stadt tragen den Virus in sich. Wir haben AIDS. 500 Menschen sind erkrankt, oft herausgerissen aus ihrer sozialen Umgebung, arbeitslos. 30 AIDS-Kranke sind obdachlos. Kritik heute Abend. Wir vertrauen nicht der staatlichen AIDS-Politik, für die das Thema AIDS ausgereizt ist. Seit Öffnung der Grenzen ist AIDS auch eine deutsch-deutsche Angelegenheit. Ost und West aber wollen zusammenarbeiten bei Vorbeugung und Aufklärung. Professor Söhnichen von der Charité in Berlin-Ost. Wir haben eine Reihe von spontanen Kontakten gehabt und ich darf Ihnen sagen, dass ich am Montag hier in diesem Zimmer den Beauftragten des Senates von West-Berlin, Herrn Dr. Messing, zu diesen Fragen empfangen werde. Und dort werden wir einmal abchecken, wie wir die Zusammenarbeit in Zukunft auf breiterer Basis organisieren können. Denn unsere Uhren laufen schneller. Täglich erkrankt in Berlin-West ein Mensch an AIDS. Nach über 30 Jahren gibt es wieder direkte Züge aus der DDR nach West-Berlin. Zur Entlastung des DDR-Reiseverkehrs wird es morgen und übermorgen jeweils 7 Sonderzüge geben. Die aus Dresden und Karl-Marx-Stadt fahren zum Beispiel den Bahnhof Charlottenburg an, die aus Leipzig und Halle den Bahnhof Wannsee. Aus Magdeburg geht es bis zum Bahnhof Spandau. Die Züge können auch von West-Berlinern benutzt werden. West-Berlin ist keine Insel mehr. Der Blick weitet sich. Die Stadt hat jetzt ein Umland. Neue Verkehrswege werden schon zur Gewohnheit. Jetzt geht es um die 5-Millionen-Region Berlin. Aufbruchstimmung bei den Stadt- und Regionalplanern. Die Abendschau spricht mit Planern in West- und natürlich in Ost-Berlin. Morgen um 19 Uhr im ersten Programm. Abendschau Extra. Abschied von der Insel. Erinnern Sie sich noch, wie froh waren wir doch, als die Plastikflaschen die Regale eroberten. Die schweren Glasflaschen mussten wir nun nicht mehr schleppen. Heute tragen umweltbewusste Bürger demonstrativ wieder Glasbehälter in ihren Einkaufskörben. Und für uneinsichtige oder, nein, besser, für nicht aufgeklärte Mitmenschen gibt es seit heute ein staatlich verordnetes Zwangspfand. Plastikflaschen, sie sind leicht, zerbrechen kaum, man kann sie einfach wegwerfen. Für den Verbraucher äußerst bequem, für die Abfallwirtschaft ein Riesenproblem. Anders als beim Altglas, das sich wieder aufarbeiten lässt, gibt es für die Kunststoffbehälter derzeit nur wenig Recyclingmöglichkeiten. Die meisten landen auf der Müllhalde. Ab heute ist es teurer für den Käufer, Plastikgetränkeflaschen in den Abfalleimer zu werfen. Alle Geschäfte müssen ab heute ein Zwangspfand von 50 Pfennig erheben. So bestimmt es eine Verordnung der Bundesregierung auf Initiative von Umweltminister Töpfer. Ein finanzielles Druckmittel, um die Verbraucher zu veranlassen, das Leergut zurückzubringen.
Wohlgemerkt, das 50-Pfennig-Pfand wird nur auf Getränkeflaschen aus Kunststoff erhoben. Behälter für andere Flüssigkeiten, sei es destilliertes Wasser oder Brennspiritus, sind von der Neuregelung nicht betroffen. Zunächst geht es darum, die Kunststoffinversion auf dem Getränkemarkt zu stoppen. Ja, wir hatten Ende letzten Jahres die Situation, dass Plastik-Einwegflaschen gewaltig auf dem Vormarsch waren. Sie drohten, unseren Müllnotstand weiter zu verschärfen, weil es für diese Flaschen außerhalb der öffentlichen Abfallentsorgung keine ausreichenden Rücknahme- und Verwertungssysteme gab. Darüber hinaus war zu befürchten, dass diese Flaschen die vorhandenen Mehrwegsysteme weiter destabilisieren. Das neue Pfand, es zeigte schon im Vorfeld Wirkung. Erfrischungsgetränke in Plastikflaschen gibt es derzeit in den Geschäften nur noch von der Coca-Cola-Unternehmensgruppe, die bekanntlich mehrere Limonaden vertreibt. Der Konzern hat als einziger dem Handel die Rücknahme des Leerguts garantiert. Die PET-Einwegbehälter werden zum Teil für andere Verpackungen eingeschmolzen. Coca experimentiert übrigens an einer Mehrweg-Plastikflasche herum. Die Mineralwasser aus Frankreich und Belgien in den großen Plastikflaschen, die sind aus den Supermärkten verschwunden. Eine Folge der neuen Pfandverordnung. In aller Stille haben die Filialen im Verlauf des letzten halben Jahres die sogenannten stillen Tafelwasser, sofern sie in Plastikflaschen abgefüllt waren, aus dem Sortiment genommen. Evian, Vittel, Spa, zurzeit Fehlanzeige. Andere Hersteller haben reagiert und liefern inzwischen in Glas, in Einwegflaschen. Das Umweltbundesamt ist nur halb begeistert. Dieser Umstieg ist nur ein kleiner Fortschritt. Die bessere Alternative hin zur Mehrwegflasche. Aus 40 Kehlen tönt es im Konzertsaal der Hochschule der Künste. Seit Mittwoch streiten Sängerinnen und Sänger musikalisch um den Sieg im Bundeswettbewerb Gesang. Sinn und Zweck dieser Veranstaltung, übrigens eine der größten dieser Art in Europa, jungen, begabten Künstlern soll die Möglichkeit geboten werden, sich zu erproben und vielleicht entdeckt zu werden. Nun, Herr Direktor? Ach so, ich kann es auch wie die Monroe. Soll bloß keiner sagen, es gibt keinen Musical-Nachwuchs. Beim Bundeswettbewerb Gesang 89 hat es die Jury nicht leicht mit der Preisvergabe. Von 100 jungen Talenten, die überall im Bundesgebiet an einer Vorauswahl teilgenommen hatten, kamen rund 40 ins Halbfinale. Zum dritten Mal Vorsitz der Jury im Bundeswettbewerb Musical. Ist das so eine Art Fundgrube für den Helmut Baumann, Talentfundgrube? Also zunächst mal ist es eine Möglichkeit, sich zu orientieren, was passiert so in der Ausbildung. Und ich muss sagen, das hat sich in den letzten drei Jahren oder sechs Jahren, es geht ja alle zwei Jahre nur, sehr, sehr verbessert. Das allgemeine Niveau ist sehr viel höher geworden. Christina, 21 Jahre alt, ist die jüngste Teilnehmerin des Musical-Wettbewerbs. A wrong way to play it. Nobody does it like me. If there's a wrong way to do it, the right way to screw it up. Nobody does it like me. I've got a big loud mouth. I'm always talking much too free. If you go for tact and manners, better stay away from me. There's a wrong way to be a fool. The wrong way to keep it cool. Nobody does it like me. Preise und Förderprämien von rund 60.000 Mark bekommen die Sieger. Und am Montagabend werden sie in einem Konzert im Theater des Westens vorgestellt. Ich habe da ganz Erstaunliches heute erlebt bei dem Vorsingen. Wird man denn möglicherweise demnächst mal jemanden von den jungen Leuten auch auf der Bühne des Theater des Westens finden? Das kann sehr gut passieren, ja. Schon ein Auge auf irgendjemanden geworfen? Na, mehrere Augen auf mehrere, aber der gute Ding will Weile haben, sagt man ja nicht. I mean, I'm putting this on my head. I look in the mirror and I
said, Mira, if you won't tell, I promise that I won't tell. What the hell? Ganz bestimmt. Vielen Dank, Fräulein Meier. Das war ja schon ganz gut. Na, sehr gut sogar, und das fand nicht nur der Regisseur. Wie unser Regisseur unsere Sendung fand, das werde ich gleich bei der Manöverkritik erfahren. Ich weise nochmal darauf hin, morgen um 19 Uhr das Abendschau Extra. Wir Abschied von der Insel und um 19.22 Uhr die Abendschau. Wir wünschen Ihnen einen schönen Abend und freuen uns aufs nächste Mal. Herr Uli?